Ein paar Gedanken zum Kriegerdenkmal des Zweiten Weltkrieges. Der Gedenkstein für die Gefallenen des Krieges 1939 bis 1945 befindet sich gleich hinter der Friedhofshalle im Eingangsbereich des Nauheimer Waldfriedhofs. Immerhin 14 Jahre nach Kriegsende hat man sich in Nauheim ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, der gefallenen Söhne der Heimat in würdiger Form zu gedenken und ein Mahnmal zu errichten. Am 6. Dezember 1957 fragt die Groß-Gerauer Kreisverwaltung bei der Gemeinde Nauheim an, ob in der Gemeinde ein Ehrenmal oder ein Gedenkstein für die Opfer des Zweiten Weltkrieges erstellt wurde bzw. ob diesbezüglich schon etwas unternommen wurde. Am 22. Oktober 1959 einigen sich Gemeindevorstand und die Ortsgruppe des VDK Nauheim, einen Ausschuss zu bilden für dieses Vorhaben. Ein Architekt soll einen Entwurf erstellen, vorweg muss die Platzfrage auf dem Friedhof geklärt werden. In Nauheim wird zuerst an eine Einbindung mit den anderen Kriegerdenkmälern gedacht. Ausgiebig diskutiert wurde auch ein Ehrenfriedhof. Für dieses Vorhaben wurde im Gemeindehaushalt eine Rücklage von 8.000 D-Mark gebildet. Für den Ehrenfriedhof hätten jedoch Umbettung gefallener Soldaten erfolgen sollen. Dies wurde von den Angehörigen nicht befürwortet. Deshalb entschied man sich im Oktober 1961 für die Errichtung eines Ehrenmales in Form eines Odenwälder Findlings aus Granit neben dem Eingang der Friedhofshalle. Die Inschrift lautet: Zum Gedenken der Gefallenen und Vermissten unserer Gemeinde 1939 bis 1945. Die Kosten betrugen 1.500 D-Mark, zuzüglich pro Buchstaben 8 D-Mark. Dazu kamen noch 200 D-Mark an Frachtkosten. Die feierliche Enthüllung des Gedenksteines erfolgte am Volkstrauertag am 19. November 1961 um 14.30 Uhr. Die Festansprache hielt der Vorsitzende des VDK, Landesverband Hessen, Herr Erwin A. Publitz. Der Gesangverein Eintracht und der evangelische Kirchenchor umrahmten die Feier musikalisch. Sämtliche Nauheimer Vereine wurden eingeladen. Den Abschluss des alljährlich begangenen Volkstrauertages begehen die Gemeinde und der VDK Nauheim immer mit Kranzniederlegungen an diesem Kriegerdenkmal.